Wir haben heute halt so einen geilen Haul, ne? Schaut mal, wo ich war. Ich war einfach bei TK Maxx. Ihr wisst ja, ich komme ja aus den USA und ich liebe allgemein schon in den USA, heißt ja TJ Maxx und ich bin so obsessed mit TJ Maxx und ich finde es so geil, dass es den auch in Deutschland gibt und ich habe so geile Sachen geshoppt und wir schauen uns mal, was wir da so haben. Vor allem habe ich ein paar richtig geile Tipps für euch, wenn ihr halt allgemein nicht so viel Geld irgendwie ausgeben wollt, ihr wollt aber trotzdem irgendwie geile Sachen finden, ihr wollt geile Skincare, Make-up und so, da gab es solche Schätze und wir unpacken das Ganze jetzt mal. Da habe ich hier diese geilen Bags gefunden, die sind von Guess. Gebt euch mal, wie wunderschön dieses Muster ist und so. Es sieht so schön aus. Es ist in so einem schönen, so bisschen so creme-weiß und es sind zwei so Bags. Ich habe mir halt so gedacht, boah, die sind perfekt für so Make-up und sowas. Innen drin haben die jetzt keine Taschen und so, was ich aber eigentlich ganz gut finde, weil die sind halt voll gut zum Traveln und man kann vor allem hier halt auch so Brushes und so reinfitten. Und dann halt noch so eine kleinere Bag. Schaut mal so in der Relation, die ist ungefähr so. Also richtig geil, übel das nice Set und ich fand die so, so cute. Und ich habe ungelogen für beide Taschen halt zusammen, ne, nur so 25 Euro gezahlt. Also so gut wie basically gar nichts. Also ich fand die so geil und ich habe mich so krass über die gefreut. Also schaut da auf jeden Fall mal, weil die haben vor allem aktuell richtig, richtig schöne Sachen von Guess. Gab es die halt auch noch in voll vielen anderen Farben, auch mit so einem schönen tiefen Braun, falls euch sowas gefällt. Also schaut da mal. Ich habe das nämlich jetzt erst gekauft. Dann habe ich mir noch passend dazu diese Tasche gekauft. Die fand ich jetzt auch richtig geil zum Traveln. Ich muss da mal schauen, ob ich eher so die für Skincare machen würde. Ich weiß nicht, machen wir eher so die für Skincare oder die anderen? Ich muss mal noch schauen. Und die habe ich jetzt einfach für 19 Euro. So, hä? Aber für 19 Euro habe ich die bekommen. Die ist so geil. Und die ist auch voll gepackt mit richtig geilen Products. Und wir schauen uns mal, was wir da gekauft haben. Ah ja, warte mal. Eine Sache will ich euch noch zeigen. Und zwar gebt euch. Ich habe mir dieses Headband geholt. Das hat einfach nur 5 Euro gekostet. Ich fand das so cute. Sowas ist halt wirklich so übelst perfekt, wenn wir irgendwie Make-up machen, wenn wir Skincare machen. Ich habe das tatsächlich halt schon sau viel auf TikTok und so gesehen und ich fand das richtig, richtig geil. Und deswegen dachte ich mir, ey, komm, nehmen wir mit für ein bisschen Make-up, Skincare, ein bisschen cute in rosa. Können wir nichts falsch machen. Deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei. Davon hatten die sau viele und vor allem das Geile war, die hatten auch sau viele andere Farben. Also ich habe halt rosa genommen, weil ich bin rosa obsessed. Aber ihr, da gab es auch viele andere Farben, so lila und blau und so. Gab es da irgendwie auch. Okay, jetzt schauen wir mal. Allererstes Produkt. Also ich habe richtig, was Skincare angeht, abgestaubt. Und eine Sache, ne, ich schwör's euch, ich hatte das gar nicht auf dem Film, aber TK Maxx hat so krasse Skincare. Die hatten so geile Brands da. Die hatten auch sogar The Inky List und sowas da. Die hatten auch voll viel Make-up von so wirklich Brands, die man auch kennt. Haarprodukte, L'Oreal, die hatten so viel da. Also ihr müsst da unbedingt mal vorbeischauen. Aber ich habe so geile Sachen gefunden und ich zeige euch das jetzt. Schaut mal, ich habe einmal, haben wir uns so einen Cleanser geholt. Der ist mit so Aloe Vera. Und Girls, wir lieben Aloe Vera für unsere Skin. Aloe Vera Propolis, it's the best way to go. Und was ich halt richtig geil fand, der hat hier einfach so eine Brush noch mit dran. Das fand ich so geil. Das heißt, ihr macht so den Cleanser drauf, dann könnt ihr es richtig geil so mit der Brush einarbeiten. So richtig auf entspannt, noch ein bisschen Massage. Fand ich so geil. Ich bin sau gespannt. Und der hat einfach nur 6,99 Euro gekostet. Also übel geil und der ist voll groß. Ich dachte mir so, boah, geil, nehmen wir mit. Dann habe ich mir tatsächlich noch einen Cleanser geholt. Und zwar ist es der hier. Die Brand und so kannte ich jetzt tatsächlich gar nicht. Die heißt so, ich glaube, die Brand heißt Soda. Aber das ist eine Korean Brand. Das seht ihr hier in diesen Zeichen. Und deswegen habe ich den mitgenommen, weil allgemein, wenn es um Korean Skincare geht, die haben wirklich krasse Sachen teilweise. Ich bin allgemein so ein Fan davon. Und das ist jetzt so ein Cleanser mit Hyaluronic Deep Cleansing Foam mit Baking Soda einfach. Ah nee, wartet mal. Ich glaube, die Brand heißt gar nicht... Ah nein, hey, was rede ich da? Die Brand heißt Orjena, Orjena oder keine Ahnung. Und Soda, das ist einfach ein Baking Soda Cleanser. Und ich dachte mir so, boah, den muss ich unbedingt mitnehmen, weil das Ding ist nämlich... Ich habe halt voll viel so auf TikTok gesehen, dass manche Girls irgendwie gesagt haben, man soll irgendwie Baking Soda für sein Gesicht anwenden. Und ich war erst mal so, boah, Baking Soda, was? Viel zu aggressiv und so. Aber ich würde es jetzt mal ausprobieren, wenn ich jetzt sogar das hier so einen Cleanser davon gibt, dann kann das gar nicht so schlecht sein. Und es soll anscheinend halt die Haut so richtig geisteskrank weich machen, so richtig aufhellen, einfach so richtig wie so ein Babypopo, wie so neugeboren. Und deswegen, da bin ich sau gespannt drauf, den auch zu testen. Ihr könnt auch auf jeden Fall in meinem Channel schauen. Wir testen dann auch die ganzen Products zusammen und machen so First Impression. Dann können wir mal so schauen, wie wir die finden. Dann habe ich mir noch was von Wolfgang Job geholt. Und zwar so eine Face Mask. Da war ich irgendwie auch übel hyped und die hat einfach nur so 6 Euro gekostet. Und er macht ja allgemein, glaube ich, auch, ich habe schon viel gesehen, dass er auch so Handtücher macht, so Bade.
Accessoires, ich glaube auch Duschgels und irgendwie sowas. Und da war ich übelst hyped, weil die so günstig war. Und es ist so eine Pink und White Clay Mask mit so 98% natürlichen Substanzen. Ich hole die jetzt mal raus. Boah, die sieht halt auch schon so übel fancy aus und die ist einfach aus Glas. Also irgendwie voll krass. Das ist auch so voll das hochwertige Packaging. So sieht die aus. Da habe ich schon... Okay, die riecht so... Ja, die riecht voll nach Clay, aber die riecht irgendwie geil. Und ich habe voll Bock, die auszuprobieren, weil, Girls, ich schwör's euch, unterschätzt Masken nicht. Und vor allem, wir dürfen nicht eine regelmäßige Anwendung bei Masken unterschätzen. Ich mache ja generell so in der Woche wirklich 2 bis 3, manchmal 4-mal Masken. Und es verändert so krank viel im Skincare-Game. Also wirklich, wenn wir regelmäßig Masken machen, das ist wie so ein... extra Kick nochmal für die Haut, was irgendwie voll viel ausmacht. Also unterschätzt es nicht. Wenn ihr keine Masken macht, then you better freaking start now. Okay, dann habe ich noch eine Sache gekauft. Da war ich so hyped drauf. Und zwar ist es von, ich glaube, das ist auch von so einer Korean Brand. Das ist von Mole Dream Soul, also safe von einer Korean Brand. Und das ist so ein Brightening Facial Cream mit Vitamin C. Und wir wissen, Girls, wir lieben Vitamin C. Wir lieben Vitamin C für den Glow, für Anti-Wrinkles. Vitamin C ist allgemein was richtig Geiles, was wir für unsere Haut machen können, wenn wir noch so ein bisschen jüngere Haut haben. Aber wir schon so ein bisschen in diese Anti-Aging-Richtung gehen wollen und wir einfach das so ein bisschen vorbeugen wollen, dann ist Vitamin C wirklich so eine der ersten Stoffe, die wir dafür nutzen können, um basically das zu erreichen. Boah, geil. Okay, das ist richtig geil. Das riecht so ein bisschen Korean-like. Schaut euch mal diese Konsistenz an. Es sieht so geil aus. Das ganze Packaging ist irgendwie auch sau hochwertig. Also da bin ich so hyped drauf, das zu benutzen. Ich liebe einfach solche Products. Und ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, aber ich liebe das auch, wenn Brands so übel auf Packaging achten und so, ne? Das ist auch so milchiges Glas. Das ist richtig geil gemacht. Und ich feiere sowas komplett, wenn Brands irgendwie... auch darauf achten, dass so denn ihr Packaging so eine gewisse Ästhetik und so hat, wisst ihr, wie ich meine? Und nicht irgendwie so ein bisschen ratchet oder billow aussieht, sondern schon so ein bisschen nach was. Sowas feiere ich irgendwie einfach voll. Dann habe ich mir noch das hier geholt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Also ich wollte das schon, aber ich dachte eigentlich, das ist auch fürs Gesicht irgendwie so eine Maske. Aber das ist einfach für die Haare. Das ist irgendwie so ein Kale, Vitamin B7, Quinoa und Avocado Oil, so eine... Damage Detox Mask, aber probieren wir mal aus, vielleicht ist die gut. Ich bin eigentlich, was so Haarsachen angeht, bin ich so übel Olaplex, Kerastase, treu, so Sachen, was so in die Richtung geht, bisschen Keratin und sowas. Aber können wir auf jeden Fall mal ausprobieren, weil wenn es gut ist, dann werden wir es auf jeden Fall auch benutzen. Und dann habe ich hier noch so ein Refining Peel geholt. Und zwar ist es von so einer Brand, die heißt La Clé. Ich finde irgendwie, das Packaging sah mega hochwertig aus. Hat einfach nur 8 Euro gekostet. Kommt anscheinend aus der Schweiz. Und das finde ich richtig geil. Also da bin ich übelst gespannt drauf, das zu benutzen. Weil das halt so richtig, so allgemein Peelings und so ist immer übel wichtig, wenn man so richtig schöne, glatte Haut haben will, die so aussieht, als ob wir unsere Haut frisch poliert haben. Dann nehmen wir Peelings. Aber das... Und deswegen habe ich mich halt sau auf das Produkt gefreut. Boah, das riecht auch richtig fresh. Das hat auch, wie ich sehe, jetzt hier so kleine blaue Boppel drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich nicht, weil die sind sehr, sehr klein. Aber da bin ich auch sau gespannt drauf. Und ich glaube, das ist aber jetzt kein Peeling als Cleanser, sondern wirklich ein richtiges Peeling. Ja, to polish and activate your skin. Also, um unsere Haut zu polieren, um uns diesen frischen, wie als wenn man ein Auto irgendwie zum Polieren bringt, diesen Effekt hat es für unsere Haut. Also, da bin ich richtig gespannt drauf. Ich habe noch das hier geholt. Das hat einfach auch nur so 8 Euro gekostet. Es ist so geil. Und das ist so eine Glow Balm All-in-One. Und Glow Balm All-in-One. Und ihr wisst, Girls, wenn wir Glow irgendwo lesen, dann sind wir hooked, dann müssen wir das kaufen, da wird gar nicht mehr diskutiert. Und deswegen habe ich das mitgenommen und das, ne, da bin ich wirklich am meisten Hype drauf, weil das sieht schon so ultra geil aus. Das sieht irgendwie aus wie so ein Honig, so ein bisschen. Das ist auch mit Vitamin C und Niacinamiden und sowas. Und das ist so eine All-in-One-Ampulle. Oh, shit. Shit, bisschen. Erstmal die Lippen rein. Boah, das riecht auf jeden Fall geil.
Das riecht richtig gut. Das hat so eine sehr feste Konsistenz. Schaut mal. Das sieht fast ein bisschen aus wie so Jelly oder so Honig oder sowas. Aber da bin ich richtig hyped, das auszuprobieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so als Maske irgendwie benutzt. Ja, okay. Nee, das ist keine Maske. Also man sollte es mit diesem Spatula auftragen und dann ins Gesicht so reinpressen. Und dann lässt man es drauf. Und man kann das morgens und abends verwenden. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Da steht, dass es uns richtig so Revitalizing Skin gibt. Radiant Skin und so einen richtig wunderschönen Glow. Und dafür sind wir da, because girls, we love the glow. Wirklich so Haut, die einfach glowy aussieht. Das gibt der Haut einfach wirklich so einen healthy Touch. Und es lässt uns einfach viel besser aussehen, als wenn unsere Haut irgendwie so ein bisschen dry und dull aussieht. Because it's not freaking cute. Es sieht so ein bisschen ill aus. Und man sieht auch automatisch, finde ich, wenn die Haut so dry und dull ist, so ein bisschen unhealthy aus. Und ich finde es immer übel wichtig, dass man so healthy und clean aussieht. Und deswegen ist das unser Product, girls. Also da bin ich, ich muss sagen, ich glaube, ich bin von allen Sachen am meisten hyped auf das hier und auf den Cleanser. Ich sag euch, es ist wegen Aloe Vera und so und ich finde es geil mit der Brush. Aber ich bin auf alles hyped, aber am meisten auf diese beiden, glaube ich. Weil ich es einfach so geil finde und das Peeling. Ne, ich bin eigentlich auf alles hyped. Die Bags sind auf jeden Fall auch richtig cute. Also wenn ihr so geile Make-up-Bags braucht, wo auch schön viel Platz ist, wo man so stapeln kann, wo es so zusammenpasst auch, dann schaut unbedingt mal da vorbei, weil die haben richtig, richtig schöne. Die hatten auch geile andere Brands. Ich habe mich halt einfach für die von gestern entschieden, weil ich die irgendwie am schönsten fand. Aber ihr könnt da einfach mal schauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns in dem nächsten Video.